Gerade passiert wieder mal etwas extrem Seltsames auf der Welt. Etwas Mysteriöses und Verstörendes, für das es keine Antworten gibt. Wofür nicht wirklich Wissenschaftler hervorkommen können und eben die Geschehnisse, die sich jetzt gerade abspielen und die vielleicht jeder von uns mit ansehen kann, erklären können. Es geht nämlich darum, dass bereits seit Wochen oder Monaten Dinge am Himmel auf einmal auftauchen, die überhaupt nicht zu erklären sind. Wir wollen uns heute einmal mit diesen gruseligen Erscheinungen am Himmel beschäftigen, die bis jetzt immer noch wieder beobachtet werden, aber für die es noch keine Erklärung gibt. Seit Wochen kriege ich von euch Nachrichten geschickt. Nachrichten, die mich entweder auf irgendwelche Videos verlinken, auf Nachrichtenseiten oder auf selbstgemachte Fotos und Erlebnisse. Und all diese Nachrichten sind grundsätzlich immer das Gleiche. Ihr schreibt mir, dass entweder andere Leute oder ihr selbst gruselige Dinge am Himmel gesehen haben. Ein kurzer Abriss für euch, was alles gesehen wurde. Ein seltsamer blauer Nebel, der leuchtete und am Himmel nachts zu sehen war. Seltsame Objekte, die hell aufblitzten und danach verschwanden. Dinge, die wirkten wie Kometen, die über den Nachthimmel zogen, aber die Bewegung veränderten. Seltsame blaue Spiralen, die sich bewegten. Oder blaue Lichter, die langsam irgendwo hinflogen und dann auf einmal auf die Erde abstürzten. Zudem gab es Sichtungen von ungefähr 30, 40 Teilen, die scheinbar brennend durch den Himmel flogen und vieles, vieles mehr. Es gibt sogar Nachrichten, dass angeblich in den USA eines dieser Objekte, eines dieser UFOs, wenn man sie so nennen will, abgestürzt ist und alle Beweise zu diesem UFO vertuscht wurden. Doch darüber reden wir gleich einmal. Zunächst, wenn ihr mir jetzt zugehört habt, wisst ihr bereits, worum es geht. Es geht darum, dass weltweit gerade unfassbar viele UFOs gesichtet werden. Und dieses Phänomen konnten wir zur exakt selben Zeit letztes Jahr schon einmal beobachten. Letztes Jahr, als die Pandemie anfing, als auf einmal die Lockdowns kamen, fingen auf einmal weltweit die Leute an, seltsame UFOs zu bemerken. Plötzlich war die Anzahl an UFO-Meldungen durch die Decke gegangen. Ihr müsst wissen, es werden tagtäglich UFOs weltweit gesichtet. Tagtäglich sehen Leute Dinge am Himmel, die sie sich nicht erklären können, und diese melden sie dann offiziellen Behörden. In den allermeisten Fällen sind es nichts weiter als Flugzeuge, Drohnen und dergleichen. Doch als letztes Jahr die Pandemie losging, waren auf einmal am Himmel doppelt oder dreifach so viele Objekte zu sehen. Doppelt oder dreifach so viele Nachrichten gingen bei Behörden ein, wo Leute eben UFOs gesehen haben. Und dann mit der Zeit hat es nicht wirklich aufgehört, doch gegen Ende des Jahres wurde es ein wenig ruhiger und jetzt scheint alles wieder neu anzufangen. Auf einmal sind Nachrichtenportale voll mit Nachrichten, dass UFOs gesichtet wurden. So gab es zum Beispiel einen Vorfall, der sogar von der Navy in Amerika jetzt bestätigt wurde, dass dort ein dreiecksförmiges UFO gesichtet wurde, wofür man keine Erklärung hat. Die meisten dieser UFO-Sichtungen, die ich euch eben beschrieben habe und die weltweit gerade auftauchen, können nicht erklärt werden. Es ist eine Sache zu sagen, dass am Himmel einfach nur Flugzeuge sind, doch von den meisten dieser UFOs, die gesichtet wurden, gibt es Bild- und Videobeweise. Und die krasseste Nachricht, weswegen ich seit 3 Tagen mein Postfach voll habe mit ein und demselben Link zu irgendwelchen Videos, ist eine Nachricht, die sowohl auf YouTube, Instagram und TikTok die Runde gemacht hat. Und zwar soll angeblich in Florida ein UFO abgestürzt sein. Immer mal wieder schreibt mir jemand, dass es die Meldung gab, dass in Florida ein UFO niedergegangen ist. Ein leuchtend blauer Ball war am Himmel zu sehen, der auf einmal in einem hellen Lichtblitz aufleuchtete und danach scheinbar verschwand. Dieses UFO soll eben am Strand in Florida bzw. im Meer aufgekommen sein, zerschellt sein, und die Insassen dieses UFOs, dieser außerirdischen Untertasse, sollen bei dem Aufprall auf den Landboden oder aufs Meer eben gestorben sein. Angeblich gibt es auch Bilder davon, wie die Polizei einen Strand abgeriegelt hat und so ein Alien eben im Strandsand zu sehen ist. Sprich, es soll Bildbeweise geben, dass tatsächlich irgendetwas im Wasser war, was von der Polizei geborgen werden musste und dann eben versteckt werden musste, was schnell von der Öffentlichkeit beseitigt werden sollte. Diese Nachricht konnte ich immer wieder lesen und tatsächlich, es gibt echte Nachrichten, dass manche dieser UFOs, die gesichtet wurden, manche dieser Himmelserscheinungen auch auf der Erde niedergegangen sein sollen, ohne dass man sie fand. Es gibt Nachrichtenartikel, die davon sprechen, dass seltsame Dinge von unterschiedlichen Leuten beobachtet wurden und dass diese Dinge alle abgestürzt waren,
aber niemand konnte sie finden. Obwohl Suchtrupps sich auf den Weg gemacht haben, obwohl Behörden nachgeguckt haben, konnten diese seltsamen Objekte, die abgestürzt waren, nicht ausfindig gemacht werden. So ein Vorfall soll nun also auch in Florida passiert sein, beziehungsweise auf anderen Orten der Welt, und angeblich sollen scheinbar echte Außerirdische, echte Aliens dabei ums Leben gekommen sein. Das sind echt viele Nachrichten, die wir uns jetzt einmal angucken müssen. Einmal die erste Nachricht, die es gibt. Und zwar die ganzen UFOs, die am Himmel auftauchen und warum sie da sind. Zunächst muss man sagen, ja, viele der UFO-Sichtungen, die es jetzt gerade gibt, können nicht erklärt werden. Bei vielen dieser UFO-Sichtungen weiß man nicht genau, was gerade vor sich geht, doch hier müsste man einmal unterscheiden. Denn einige dieser UFO-Sichtungen, die aufkommen, sind definitiv logisch erklärbar. Und zwar geht es dabei nicht um Flugzeuge und dergleichen, sondern um SpaceX. Das SpaceX-Raumfahrtprogramm macht derzeit sehr viele Tests, gerade in Amerika, und viele der Objekte, die am Himmel gesehen wurden, hatten nichts mit außerirdischen Raumschiffen zu tun, sondern eben mit SpaceX-Raumschiffen. Man sah entweder aus weiter Entfernung die Raumschiffe bzw. die Fluggeräte, die nach oben flogen, man sah ihr Feuer, man sah ihren Rauch und man sah auch eben Raumfahrtteile, die zurück in die Erdatmosphäre eingetreten sind. So gab es zum Beispiel ein Video, was um die Welt gegangen ist, wo scheinbar Dutzende brennende Schrapnelle auf die Erde niedergingen, und eben dies war ein Raumfahrtteil, was zurück in die Erdumlaufbahn gekommen ist und dabei verglühte. Das war kein außerirdisches UFO, was zerschellt ist, oder eine Menge außerirdische UFOs, sondern das war bloß eine SpaceX-Rakete bzw. Teile einer SpaceX-Rakete. Sprich, einige dieser UFO-Sichtungen müssten wir einmal streichen, doch das bedeutet nicht, dass gerade nicht etwas Seltsames am Himmel vorgeht. Denn wie die New York Times geschrieben hat, gibt es seit letztem Jahr doppelt so viele, beziehungsweise mehr als doppelt so viele UFO-Sichtungen, wie es gewöhnlich war vor einem Jahr. Sprich, im Vergleich zu allen Jahren, die davor waren, gibt es nun auf einmal viel, viel mehr Sichtungen als zuvor. Und diese Sichtungen bleiben größtenteils unerklärt, ähnlich wie der Fall mit der Navy, wo nicht mal die Navy weiß, was dort genau passiert ist. Es gibt sogar Aussagen, dass mittlerweile geschossen werden soll auf seltsame Flugobjekte. Sprich, es gibt scheinbar gerade eine seltsame Erscheinung am Himmel. Es gibt ein seltsames Phänomen, dass UFOs auftauchen. Die Frage ist, warum? Und diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Denn letztes Jahr tauchten die Außerirdischen schon einmal auf, wenn man sie so nennen will. Sprich, diese Himmelserscheinungen waren schon einmal zu sehen, und damals gab es keine gute Erklärung. Man vermutete, dass wenn es Außerirdische sein sollten, es ist immer ein großes Wenn, dann könnten sie die Erde beobachten, weil sie herausfinden wollen, wie wir mit der Corona-Pandemie klarkommen. Es könnte sein, dass die Außerirdischen wissen, dass wir diese Seuche auf der Erde haben, und sie wollen sehen, wie wir sie überleben, wie wir gegen ankämpfen, um daraus zu lernen oder um zu sehen, wie intelligent wir sind. Es könnte auch sein, das ist auch eine Theorie, dass diese ganze Corona-Pandemie nur losgegangen ist, weil Außerirdische sie zu uns gebracht haben. Das ist natürlich eine große Verschwörungstheorie, aber das waren die einzigen wirklichen Theorien, die es damals zu der ganzen Sache gab. Und jetzt ist das Ganze schon wieder passiert. Schon wieder beschreiben Leute zur gleichen Zeit, dass die außerirdischen Dinge am Himmel wieder zu sehen sind. Und warum sie zu sehen sind, kann niemand sagen. Ich wünschte, ich könnte euch eine logische und zufriedenstellende Antwort geben, doch ich weiß selber nicht, warum diese seltsamen Himmelserscheinungen jetzt gerade auftauchen. Ich weiß selber nicht, was hier der Grund ist. Was ich euch sagen kann, ist, dass ich nichts finden konnte zu dem abgestürzten UFO in Florida. Es gibt Videos, die überall geteilt werden, die wahrscheinlich ihren Ursprung auf TikTok haben, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall, dort wird dieses Alien am Strand gezeigt. Wenn ein UFO in Florida abgestürzt wäre, würde man wohl kaum einen außerirdischen Lebenskörper einfach so offen auf dem Strand liegen haben, beziehungsweise ihn danach mit einer gelben Plane abdecken. Man würde höchstwahrscheinlich sofort irgendwelche Sondersicherheitskommandos rufen, die das gesamte Gebiet abdecken, um zu gucken, was dort wirklich passiert ist. Sprich, man würde genauer nachgucken und nicht einfach so diesen außerirdischen Körper an den Strand legen und fertig ist. Es gibt keine gemeldeten Fälle, beziehungsweise gemeldeten Nachrichten, dass in Florida eben ein seltsames blauleuchtendes UFO abgestürzt ist. Deswegen kann ich nicht bestätigen, dass diese Videos echt sind. Ich würde mal nicht davon ausgehen, dass sie echt sind, aber es könnte genauso gut tatsächlich echt sein. Uns fehlen hier, wie ich eben gesagt habe, nun mal klare Antworten. Uns fehlen Beweise, uns fehlen Dinge, an denen wir uns festhalten können. Das Einzige, was wir sicher wissen, ist, jetzt gerade passiert etwas Merkwürdiges am Himmel. Weltweit, in Amerika, in Deutschland, in ganz Europa und auf der Welt werden UFOs gesichtet. Überall werden seltsame Phänomene am Himmel bemerkt, und wer weiß.
Vielleicht solltet ihr euch die nächsten Abende mal ans Fenster stellen und rausgucken und vielleicht bemerkt auch ihr draußen das ein oder andere Flugobjekt, was an uns vorbeizieht. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dann aber, tschüss.